derjenige, der wie so vieles, Tausende und Abertausende Dinge angestoßen hat, der diesen Nachmittag angestoßen hat, der ist nicht mehr. Er sollte jetzt genau hier einleitende Worte sprechen. Genau so war das geplant. Genau so kann das jetzt nicht stattfinden. Aber ganz sicher ist es in seinem Sinne, dass wir diesen Nachmittag so investieren und dass wir auch in seinem Sinne, jeder an seiner Stelle, weiterarbeiten. In diesem Sinne möchte ich, bevor ich den Beitrag von Erhard Busseck in diesem Buch einfach vorlesen darf, um einige Momente des Gedenkens bitten, zu denen wir uns am besten erheben. Und so darf ich gleich anknüpfen, in einer Rezension im Internet steht über das Buch: Eines ist das Buch aus Ludwiger Reichs Feder ganz sicher nicht. Ein fades Dokumentieren von Sehenswürdigkeiten aus der Sicht eines Touristen. Frau Reich. Am Freitag, den 18. März, wurde im Haus der EU in Wien das Buch Paradise Regent Kosovo heute vorgestellt. Paradise Regent ist ein Bild- und Textband von Ludwiger Reich. Die Autorin bereiste dieses interessante Land, welches nach jahrhundertelanger Fremdherrschaft im Februar 2008 sich für unabhängig erklärte. Ein Land in der Größe Niederösterreichs baut trotz großer wirtschaftlicher und politischer Schwierigkeiten das wiedergewonnene Paradies auf. Menschen verschiedener Ethnien, Religion und Sprachzugehörigkeiten schaffen es, auf den Trümmern der materiellen und seelischen Art friedlich zusammenzuleben. Das Buch zeigt die Schönheiten des Landes mit all seinen kulturellen Reichtümern, aber auch die unvergleichliche Gastfreundschaft der Kosovaren. Ein Buch, eine Möglichkeit, das wohl unbekannteste europäische Land vorurteilsfrei kennenzulernen. Also, das ist abschließend das Bild, das in der ersten Nacht, sind meine Frau und ich ein bisschen hochgeschreckt, weil um 5 Uhr in der Früh sehr lautstark der Muezzin oder mindestens einer, wenn nicht mehrere, zum Gebet gerufen haben. Und gleichzeitig hatten wir aber das Gefühl, es ruft jemand zum Gebet, aber es geht keiner hin. Also es ist sozusagen eine schöne Tradition, aber es wird vielleicht auch gar nicht so ernst genommen. Und ich finde, wenn man Religion lebt und die Traditionen lebt und aber es nicht übertrieben ernst nimmt, finde ich das immer ganz gut für die Atmosphäre in einer Gesellschaft. Das war's, danke. Ja, ein sehr, sehr interessanter Nachmittag. Ich muss zugeben, ich wusste eigentlich relativ wenig über den Kosovo und wahrscheinlich 80% der österreichischen Bevölkerung, würde ich sagen. Ja, die Republik Kosovo ist der jüngste Staat Europas. Die meisten jungen Menschen leben dort und es ist auch der jüngste Staat in seiner Staatlichkeit, 14 Jahre jung. Und Ludwiger Reich, eine weise, besondere Autorin, hat ein Buch herausgebracht, das die Kultur, die Gastfreundschaft, all die vielen Aspekte, die den Kosovo ausmachen, in einer sehr, sehr schönen Art und Weise in Bild und Text präsentiert. Jetzt ist der Kosovo ein Land mit, wie man gehört hat, mit 1,5 Millionen Einwohnern und trotzdem besteht, glaube ich, in dieser europäischen Welt ein bisschen Angst davor. Ich glaube, es ist vor allem mangelndes Interesse gegenüber diesem kleinen Staat. Es ist nicht nur der jüngste Staat mit der jüngsten Bevölkerung, es ist auch ein sehr kleiner Staat und wird dann oft auf den europäischen Verhandlungstischen vergessen. Das ist aber nicht fair, weil jeder Mensch ist gleich viel wert. Auch die Kosovarinnen und Kosovaren sind Europäerinnen und Europäer. Fast 90% fühlen sich voll der europäischen Idee und der europäischen Kultur verbunden. Das ist ein höherer Wert als in den EU-Mitgliedstaaten von heute. Und ich glaube, da die Aufmerksamkeit hinzulenken, so wie jeder Mensch und jeder Staat Aufmerksamkeit verdient in einer solchen europäischen Familie, gerade wenn das europäische Lebensmodell so unter Druck ist, wie das derzeit der Fall ist, das scheint mir schon wichtig zu sein und das dazu trägt dieses wunderbare Buch bei. Das Haus Europa ist eigentlich eine tolle Sache. Und wenn man aber dann hört, dass zum Beispiel die Katalanen wiederum jetzt Angst haben, weil es könnte ja dann wiederum Freiheitsbewegungen entstehen oder Absonderungsbewegungen, was ja eigentlich in der EU gar nicht notwendig wäre. Es ist ja eine Gemeinschaft. Zweifellos gehört es zu den ganz großen Errungenschaften der EU, dass überall dort in Europa, wo in der Geschichte Grenzziehungen verändert wurden oder Grenzen Stein des Anstoßes waren, Grund für Streit waren, dass das in der Europäischen Union was geworden ist, wirklich egal.
nicht wichtig, weil wir sind alle in der Europäischen Union, zumindest diejenigen, die das schon geschafft haben, und damit überwinden wir Grenzen im wahrsten Sinn des Wortes, und das macht uns auch auf der weltpolitischen Bühne stärker. Durch die Vorkommnisse Ukraine-Krieg ist einfach diese Balkanstaaten in die EU zu holen ein wichtiger Prozess? Unbedingt. Wir sehen, dass diese alten Konfliktlinien, die irrational waren, unvernünftig, hasserfüllt, dass die Europa in der Geschichte in den Abgrund gestürzt haben und dass das nie wieder passieren darf und dass wir jeder Form von Nationalismus oder von der Abwertung von Menschen wegen ihrer Religion, wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer Nationalität und dergleichen, dass wir alle Formen von Abwertungen von Menschen wirklich ausschließen müssen für die Zukunft. Wir sehen, was Nationalismus anrichten kann innerhalb Europas, weil es herrscht ein Krieg innerhalb Europas, ein brutaler Angriffskrieg aus dem Kreml befehligt. Wir brauchen Frieden dort und wir brauchen überall schon in der Wurzel ein Ausschließen dessen, dass Menschen einander hasserfüllt begegnen, wie das leider durch Nationalismus und die anderen Konflikte dieser Art in der Geschichte der Fall war. Das müssen wir für Gegenwart und Zukunft ausschließen. Was mir sehr gut gefallen hat, dieses Thema Bildung. Und das ist wirklich ein europäisches Thema, das auch ganz wichtig ist. Und ich glaube, auch mit diesem Thema man das eine oder andere Problem auch bewältigen könnte. Unbedingt. Die Bildung ist wichtig, eine Allgemeinbildung ist wichtig, eine Berufsbildung ist wichtig. Darum ging es heute auch ganz, ganz stark. Wenn Menschen etwas können und das gerne tun, das dann machen, dann kann auch Wohlstand entstehen für sie selbst und für die Gesellschaft. Und ich sage immer auch dazu, Herzensbildung ist wichtig. Das ist ein altes Wort, das wird nicht mehr so viel verwendet, aber gerade, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, gerade das Respektieren des anderen Menschen, das ist eigentlich, was Herzensbildung bezeichnet, und da können wir alle viel voneinander lernen, und auch diese Art von Bildung sollten wir in ganz Europa verankern, überhaupt nicht nur am Westbalkan, sondern in ganz Europa. Und was ganz wichtig ist, wollen wir natürlich nicht außen vor lassen, Erhard Busseck hat praktisch die Welt verlassen. Ein bekennender, glühender Europäer, hat auch in Wien die ÖVP damals in eine liberale Richtung und so ein bisschen aus dem Staub herausgeholt. Eine wichtige Persönlichkeit. Ja, Erhard Busseck ist ein wirklicher Staatsmann, der immer mit großem Intellekt, auch mit sehr viel Humor gearbeitet hat. Ich hatte die wirkliche Freude, in den vergangenen Jahren sehr viel mit ihm zusammenzuarbeiten, gerade in Fragen Mitteleuropas und in Fragen des Westbalkan. Es hat mich sehr, sehr getroffen, persönlich, dass er so plötzlich gestorben ist. Ich glaube, das ging allen so, die ihn persönlich gekannt haben, und ich glaube, es ist ganz in seinem Sinne, nicht nur ihm ein ehrendes Andenken zu bewahren, ich glaube, das ist auch eine Frage des eigenen Empfindens, der Haltung und der Kultur, sondern auch in seinem Sinne zu wirken. Und das kann jeder Mensch, indem man Menschen zusammenführt, indem man das Gemeinsame über das Trennende stellt, aber nicht im Sinne eines Nebeneinanders, sondern im Sinne eines Miteinanders, durch Interesse und Neugier am anderen Menschen. Das gehört ganz sicher zu den Dingen, die Erhard Busseck uns vermittelt hat. Ich glaube, er war auch ein Mensch, der über die Parteigrenzen hinaus beliebt war und auch mit anderen konnte. Ganz klar, Erhard Busseck wusste, Parteien sind wichtig für eine Demokratie, das macht uns mit zur Demokratie, aber gerade dann das Zusammenarbeiten über Parteigrenzen hinweg, da steckt eine unglaubliche Kraft drin und eine Stärke für eine Gesellschaft, für einen Staat, für eine Staatengemeinschaft. Das macht dann die Arbeit erst richtig wirksam, dass man das über die Parteigrenzen hinweg tut, und auch darin ist Erhard Busseck ein wirkliches Vorbild. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank, es war wirklich ein ganz interessanter Nachmittag und es hat auch wieder gezeigt, wie wichtig die Europäische Union gerade in Zeiten wie diesen ist. Vielen Dank für das Interesse, alles Liebe. TV 21 Austria. Einfach anders.